Der FC Bayern München verliert mit 10 Mann beim ersten FC Köln. Das ist mal ganz ungewohnt. Und in der 19. Spielminute gab es den ersten Platzverweis zu vergeben an Mats Hummels nach diesem Einsteigen gegen Rudnes. Aber da Mats Hummels kein letzter Mann war, glaube ich nicht, dass das hier so berechtigt ist, die rote Karte direkt an den Bayern, an den Münchner Innenverteidiger zu vergeben. Aber den Bayern ist es egal. 25. Spielminute. Lewandowski auf Müller. Der legt ab auf Xabi Alonso. Und der wieder zu Klaas-Jan Huntelaar. Und der macht sein 15. Saisontor. Und die Führung für den FC Bayern München. Naja, mit 10 Mann. Das ist trotzdem Respekt für die Bayern. Huntelaars 15. Treffer in der Saison. Und in der 31. Spielminute gibt es etwas Ungewöhnliches zu sehen. Lahm fault und kriegt die gelbe Karte. Das haben wir auch nicht oft zu sehen bekommen. Und tritt hier Anthony Modestum, der Münchner Kapitän. Und dafür gab es Elfmeter für den ersten FC Köln. Den führte Anthony Modest aus. Modest scheitert an Neuer und dann nochmal Modest. Und da ist die Führung. Ne, der Ausgleich. Stimmt, genau. Anthony Modest macht hier den Ausgleich. Es ist Pech für die Bayern, aber man muss mit diesem Pech natürlich leben. 45. Spielminute, dann die Kölner häufig über die Außen in diesem Spiel. Risse und dann Manuel Neuer. Der Ball war nicht drin, das sagt uns auch die Torlinientechnik. Und dann, kurz nach der Halbzeit, 49. Spielminute, Modest auf Bittenkurz, der mit einem langen Ball zu Lehmann. Und Köln hat die Nase vorn und geht hier gegen den FC Bayern München in Führung. Jetzt explodiert das ganze Stadion und die Fans vom ersten FC Köln eskalieren hier voll, denn Köln hat jetzt gegen den Rekordmeister wirklich die Nase vorn. Jetzt müssen sie das irgendwie nur versuchen, über die Zeit zu spielen. 62. Spielminute, nochmal die Kölner mit häufigen Kontermöglichkeiten. Risse war das, prüft hier nochmal Manuel Neuer und bekam hier noch die Ecke rausgeholt. Am Ende bleibt es aber dann beim Heimsieg für die Kölner. Sie holen sich die 3 Punkte gegen den Rekordmeister und Bayern verliert mit 10 Mann.